In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch mit der Datenbank verbindet. Ich klicke LehrerOffice doppelklicken. In der Regel, wenn ich es in der Schule starte, komme ich gerade automatisch auf Datenbank LehrerOffice. In der Schule ist das 1.200. Und dann gebe ich den entsprechenden Benutzernamen ein. Und mein Kennwort und kann mit OK nachher zu der Datenbank connecten. Wenn das mal nicht geht, wenn das Bildschirm kommt, dann muss ich wählen mit Datenbank verbinden. Real SQL Server. So, jetzt müssten wir da mit dem Hostname einen Code eingeben: 192.168.1.200 in der Schule. Bei mir ist das jetzt Nummer 2. LehrerOffice können wir so lassen. Weiter, weiter und abschließen. So. Und jetzt werdet ihr wieder nach eurem Benutzernamen gefragt. Und eingebt. Und natürlich euer Passwort. So. Und bereits sind ihr mit der Datenbank verbunden.